Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die 3FA-Kriterien der Richtlinie 2.3 Anfälle der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien einfach A und Doppel A der Richtlinie 2.3 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 2.3 gehört zum Prinzip 2 mit dem Titel Bedienbar. Das Prinzip lautet auf Deutsch: Benutzungsschnittstellen, Komponenten und Navigation müssen bedienbar sein. Und dazu die Richtlinie 2.3 mit dem Titel Anfälle. Gestalten Sie Inhalte nicht auf Arten, von denen bekannt ist, dass sie zu Anfällen führen. Und man müsste hier auch ergänzen, auch zu Übelkeit oder Kopfschmerzen und so weiter. Das Erfolgskriterium 2.3.2 folgt jetzt auf 2.3.1. Das hieß dreimaliges Blitzen oder unterhalb Grenzwert. Und es schränkt jetzt das Auftreten von Blitzen weiter ein. Also das Kriterium 2.3.2 hat den Titel dreimaliges Blitzen und lautet: Webseiten enthalten nichts, das öfter als dreimal in einem beliebigen, eine Sekunde dauernden Zeitraum blitzt. In 2.3.1 waren Blitze noch erlaubt, die dreimal oder mehr in der Sekunde auftreten, wenn das Blitzen unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegt. Und das war bezogen auf die Intensität und die räumliche Ausbreitung. Und jetzt in 2.3.2 sind gar keine Blitze mehr erlaubt, die mindestens dreimal in der Sekunde blitzen, also mindestens 3 Hertz aufweisen. Das sollte in der Regel auch machbar sein. Das Erfolgskriterium 2.3.3 hat den Titel durch Interaktionen ausgelöste Animation. Es geht jetzt also nicht mehr um Blitze und Flackern, sondern um Animationen, die eben auch stark ablenken können, insbesondere Menschen mit Sehbehinderung und mit kognitiven Einschränkungen, und manchen wird dadurch auch übel und sie bekommen Kopfschmerzen. Das Kriterium lautet auf Deutsch: Durch Interaktion ausgelöste bewegte Animation kann deaktiviert werden, es sei denn, die Animation ist für die Funktionalität oder die übermittelte Information wesentlich. Also wenn es unbedingt sein muss, um diese Anwendung überhaupt machen zu können und um diese Anwendung überhaupt sinnvoll gestalten zu können, dann ist es erlaubt. Aber man muss sich fragen, geht es nicht auch ohne? Beispiele, wo es auch ohne geht, wären zum Beispiel Parallax-Effekte, also wo man durch Scrollen den Vordergrund schneller bewegt als den Hintergrund, oder auch sonstige sich bewegende Objekte beim Scrollen, also die sich mehr bewegen als nur, dass man durch Scrollen den ganzen Bildschirm verschiebt, oder auch sonstige Animationseffekte bei Präsentationen, wenn Objekte hereinfliegen oder herausfliegen und solche Dinge. Generell gilt, dass man sparsam und behutsam mit Animationen umgehen sollte und dass man es dem Benutzer erlauben sollte, Animationen ganz abzuschalten. Und das geht ja heute in den meisten Betriebssystemen auch, dass man das sich so einstellt. Und dann ist die Empfehlung an die Webautoren, dieses Flag im Betriebssystem abzufragen, sei es nun direkt oder über den Browser, wenn der das auch erlaubt. Das waren die 3FA-Kriterien der Richtlinie 2.3 Anfälle aus der Reihe REMAX Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpei.eu/WCAG21erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden.
Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.